Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir sind hier jetzt in der zweiten Parallelwelt, oder wie man es auch mal nennen will, angekommen. What a thoroughly unappealing sight. Irgendwie auf so einer Art chinesischen Mauer oder so. Ich weiß es nicht. Rennen auch schon irgendwelche Drachen durch die Gegend. Gibt es hier auch gerade viel zu erkunden? Oder können wir hier einfach durchrennen? Ich wollte gerade sagen, hier sieht es so ein bisschen nach Kampfplatz aus. Warum kommt da Gamora an? Ich hab doch gerade... Habe ich ihn gerade ausgerüstet? Ne, ich habe eigentlich die Spinne ausgerüstet. Ah ne, man kann ja auch mehrere ausrüsten. Also irgendwie dieses Waffen, leichte Verhaltenseinheit, Medikoris oder so. Diese Kombination Waffen, Dämon etc. Die habe ich noch nicht so richtig übereinander gekriegt, ne? Also teilweise sind die Dämonen doch hier mit den Waffen verbunden. Aber teilweise irgendwie auch nicht. Okay, aber der vom reinen Kampf her scheint mir sie doch irgendwie geschmeidiger zu sein. Also zumindest... Okay, jetzt haben wir gerade erstmal keine Magie mehr. Okay, das... Es kämpft sich interessant, sage ich mal. Es ist viel mehr auf Distanz ausgerichtet. Diese Waffen... Obwohl sie auch nicht so viel Schaden gegen die macht. Wie auch immer diese Waffe hier heißt, von der Spinne, die ist auf jeden Fall deutlich mehr auf Distanzkampf ausgerichtet. Aber es ist irgendwie witzig. Genau, immer mal drauf pieksen da. Guck mal, die weichen denen immer aus. Da müssen wir hier halt doch mal ein bisschen mehr manuell ran mit unseren Fernkampfgeschichten. Getting hot. It's getting hot in here oder was? Ja, der Kampf war irgendwie nicht so geil. Da fühlte sich auch nicht so gut an. Bin mir nicht so sicher, ob es wirklich an der Waffe hier liegt. Oder eher an den Gegnern. Ach komm. Ach, guck mal, nice. Es hat auf jeden Fall lustige Moves drauf. Okay, schon wieder unser drittes Herz hier. Sehr schön. Noch ein bisschen was zum Magie aufladen, was wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr brauchen. Können wir hier auch noch drauf? Oh ja, hier oben können wir auch noch hin. Aber auch die verschiedenen Kulissen und so, ne? Ich meine, gut, ist jetzt quasi die zweite größere Szenerie hier, glaube ich. Finde ich schon cool gemacht. Ich meine, gut, so eine Dimensions-Zeitreise-Story bietet natürlich auch das Potenzial für die unterschiedlichsten Kulissen, ne? Wenn ich einfach in jede Epoche und in jede Paralleldimension einfach schnell reinreisen kann. Da kann man ja quasi beliebige Welten bauen. So. Genau, tacker da mal ein bisschen drin rum. Was kriegen wir Schönes? Eine bunte Tüte, glaube ich. Jede Menge Lollis. Oh, wow. Wow, es kracht ein. Ich wollte mich eigentlich gerade nochmal umgucken, aber ich glaube, so war es dann nicht gedacht. Achso, hier hockt noch jemand. Ich dachte, da lächelt noch ein Goodie oder sowas in der Ecke. Was sagt mir das hier? Kann ich hier drüber klettern? Ja, ich kann hier so ein bisschen drauf rumsurfen, okay. Hätte ich jetzt eigentlich so gedacht, weil hier ja Lava in der Rinne ist. Oh. Aber das scheint uns dann jetzt auf einmal nur an dieser Stelle da zu stören. Okay, sollte ich wirklich so hier rüberkommen? Ich bin mir nicht so sicher.
Ja, wir haben wieder einen Lolli bekommen. Ja gut, vielleicht wäre die Fortbewegungsmittel der Wahl einfach auch der Wandlauf gewesen an der Stelle. Warte mal, stört uns Lava überhaupt nicht? Ja, ein bisschen, ne? Könnte aber schlimmer sein. Ach komm, aber dieses ständige, ich gehe mal eben in die Spinnenform, das kann glaube ich doch irgendwann anfangen zu nerven. Theoretisch muss ich jetzt auch immer mal oben, unten an die Decke und sonst was gucken, ne? Wenn ich hier mit der Spinne jetzt überall entlang krabbeln kann. Ah, okay, hier haben wir wieder dieses etwas größere. Wurmviech, wollte ich gerade sagen. Haben die Monster hier in der Gegend eine andere Intro-Sequenz? Ist das das Intro für diese Welt oder was sagt mir das jetzt gerade? Our true enemy lies ahead. Leave this beast to my servant. Follow me. Ist das die asiatische Bayonetta? Hat sie es in irgendeinem Universum wohl irgendwie nach Asien verschlagen? Jetzt kommt ja auch noch irgendein fliegender Zug angefahren. Sind wir jetzt bald zurück in der Zukunft, oder was? Kriegszun Guun, Express des Blutrands. Zick. Für oder gegen uns? Ich glaube eher für uns, oder? Being drafted now, am I? Alright. Let's just see how steamy things can get. Jetzt kann ich auch noch einen Zug fahren oder einen Zug anwenden oder wie. Express des Blutrands. Dieser von einem Dämon besessene Zug kann sich zwar nur auf Schienen fortbewegen, doch auf ihn ist er kaum zu bremsen. Mit L kannst du die Ausrichtung der Schienen. Mit L änderst du die Ausrichtung der Schienen, mit B bestimmst du die Höhe und mit Hilfe von X, A und Y kannst du Angriff. Jetzt muss ich mit dem Zug kämpfen oder was? Drücke R, um die Pfeife zu bestätigen und dadurch sowohl Zorn als auch Angriffskraft zu erhöhen. Pass aber auf, dass der Dämon dabei nicht in Raserei verfällt. Nothing worse than unwanted guests taking root. I'll just have to stamp you all out at once. Wie? Ach so, der ist jetzt hier nach oben ausgerüstet automatisch. So, ich muss jetzt, während ich die Gleise hier zeichne, schon die Angriffe ausführen. Ja, ich glaube, so läuft es. Okay, was ist das denn Seltsames? Aber das geht auch nur gut bei stillstehenden Gegnern, oder? Muss ich hier jetzt alles auf einmal schaffen, oder wie? Gott, ey. Let the rage burn. Ich bin mir noch nicht so sicher, was das hier soll. Oder muss ich mit dem Zug da reinfahren? Aber ich vermute mal nach wie vor, ich muss diese vier Dinger gleichzeitig erledigen und dann geht dieses Tor da auf, oder? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Okay, probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Ah!
Man sieht es aber auch nicht so richtig gut, ja? Na ja, gut, einen haben wir. Drei von vier hätten wir geschafft. Nein, wir haben es schon wieder nicht ganz geschafft. Oh Mann, ey. So, wir gehen jetzt mal von hier aus. Hier muss man ja quasi nur geradeaus fahren erstmal, oder? So, kriegen wir es jetzt hin? Warum ist er jetzt kaputt gegangen so früh? Ist es wirklich das, was das Spiel von mir will? Ja, es macht doch so den Eindruck, ne? Ja, ich habe es, glaube ich, nur ein bisschen spät gecheckt, wie das alles wirklich funktioniert. Auch, dass man sich hier seine Magie quasi wieder aufladen kann. Aber ich bin mir nicht so sicher, was sie sich dabei wirklich gedacht haben. Naja. Schauen wir mal, wann wir das wieder brauchen. Gegen ihn vielleicht, ich weiß es nicht. Virga, schwere adaptive Kampfeinheit. Ich glaube, ich probiere nochmal die Spinne aus in diesem Kampf. Nee, kann ich jetzt gar nicht, weil ich sie gar nicht... Oh Gott, ey. Weil ich sie gar nicht auf meinen Dingens hier unten habe. So, wir können hier mal so ein Spezial-Moped-Dingens rausholen. Und hier mal durchtackern. No, das hat ihm schon ordentlich Lebensenergie abgezogen, denke ich. Ich sehe aber auch mal wieder null, wo ich mich hier befinde. Ich sehe aber auch nicht, wo sich meine Madame Butterfly befindet. Ich glaube, irgendwo dahinter, oder? Es ist irgendwie, also das Moveset von dieser Spinnenwaffe ist irgendwie total witzig. Nicht, dass ich hier irgendwas unter Kontrolle hätte, ja? Oh. So, zerbrich Virga, haben wir vollbracht. Und ich glaube, wir haben ihn auch erledigt. Ich habe gerade auch mal versucht, so ein paar 360-Grad-Stick-Moves zu machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich so angekommen sind, wie sie sollten. Wir haben eine Goldmedaille bekommen. Und irgendwo haben wir einen Vers übersehen. So, hier sieht mir... Oh, Spinne. Nein, warum? Ja gut. Ach, ich wollte gerade sagen, nehmen wir halt diese Wand. Wo geht's weiter? Da oben. Aber ich wollte mal gucken, was hier noch ist. Hier sieht's doch so aus. Die Katze ist hier. Mal gucken, ob die... Die läuft wenigstens im Kreis, ne? Mal gucken, ob uns das noch irgendwie hilft. Sonst müssen wir doch mal den G-Dingens-Prügel da rausholen. Ich glaube, mit dem läuft man auch immer am schnellsten, oder? Muss ich denn jetzt, muss man das immer wechseln, wenn man das haben will? Oh no. Ey, die Katze bleibt so oder so verdammt flink, oder? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ah, so hätten wir sie fast gehabt. Warte mal, das probieren wir nochmal. Pff,
Na gut, wenn man sich dran vorbei katapultiert, auch nicht so optimal. Ach, scheiße. Ey, es muss doch irgendeinen Trick für diese fucking Katzen hier geben, oder? Das kann doch nicht sein. Ach komm, wir sind doch fast dran. Wo ist sie jetzt? Hä? Wo sind wir jetzt? Okay, hier ist auch nochmal Schatztruhe. Nehmen wir die auch schon mal mit. Oh, nice. Schon wieder mehr Leben. Okay, mit Leben werden wir hier echt voll gepumpt. Müssen wir gleich mal ausgeben. Aber vorher hätte ich jetzt diese fucking Katze gerne mal. Ey, aber dann ist man auch so lange in der Luft und kommt da auch nicht so richtig zur Rande. Also manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich es von hier mache, aber gut, wenn man dann dran vorbeispringt, bringt es auch nicht so richtig was. Egal, was ich mache, diese scheiß Katzen sind so kaum zu bekommen, ne? Okay, wir haben sie irgendwie. Aber es ist mega kacke, was soll das? Ohne Witz. What an adorable new friend. So, jetzt hätte ich gerne aber wieder... Genau. Meine Spinnenlady zurück. Ah, okay, stimmt, man kann nicht den beliebigen Spider-Man-Schwinger machen, ich erinnere mich. So, auch hier links geht's nochmal irgendwie rüber. Ja, zumindest die Wege hier links und rechts sind einigermaßen offensichtlich, ne? Das kam mir irgendwie im ersten Level ein bisschen schwieriger vor, die immer zu finden. Oder ein bisschen versteckter, unübersichtlicher. Okay, rauf, runter, rauf, runter. Aber ansonsten glaube ich nicht so schwierig weiter, oder? Naja, wenn uns das hier keinen Strich durch die Rechnung machen würde. So. Nein! Nein, nein, nein! Aber den will ich eigentlich nicht dauerhaft ausgerüstet haben. Muss ich die Waffen wirklich aktiv ausrüsten, um sie auswählen zu können? Aber ich habe das Gefühl, hier sind wir eventuell mit unserer ganz normalen Doppelsprungfunktionalität und dem Schmetterling ein bisschen besser dran. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Werden wir jetzt ausprobieren. Ja, komm, zeig's mir bitte noch zwei, dreimal in Zeitlupe. Genau, das geht auf jeden Fall wesentlich besser. Das auch. Und das andere war jetzt hier irgendwo, ne? Achso, ich kann jetzt sogar unter mir stehen, weil unter mir eine Plattform erschienen ist, ne? Und es kommt eh zu uns geflogen. Was haben wir bekommen? Ein weiteres Teil einer Mondperle. Sehr schön. Ah, man kann hier ab und zu mal seitwärts in den Abgrund gucken. Ich höre eine Kröte. Okay, zweite Tierchen bekommen in diesem Level. Fehlt noch die Krähe. Und die Krähe ist auch immer ein besonderer Spaß, es einzufangen. Also die Kröte ist mir da bei weitem am liebsten, ja, einzufangen, weil die einfach nur da sitzt. Ist hier irgendwas? Ich glaube, es ist nur Hintergrunddeko. Okay, unser Leben ist ziemlich low. Wir haben, glaube ich, einiges an Lollis und so, ne? Gönnen wir uns mal den Mega-Lutscher hier. Komm.
Kann die Spinne über Wasser krabbeln, ohne dass es ihr über Lava krabbeln, ohne dass es ihr was tut? Ja, offensichtlich. Hätte sie mir vollbracht, nutze die Pfand. Ach so, um auf Maske, um auf Lava zu laufen. Genau. Das war auch genau die Aufgabe gewesen. Das rauszufinden, offensichtlich. Oder zumindest ist diese Aufgabe auch da, um einen jetzt mitzuteilen. Vers 5. Immer drauf da. Sind wir irgendwo da drin? Es sind sogar zwei, oder? Oh, es hat uns irgendwie gefressen. Das wollte ich nicht. So, der erste ist hinüber. Und da hätten wir gerade einen Folterangriff oder sowas machen können. Oh, es sind sogar drei insgesamt gewesen. Oder noch mehr. Oder es kommen noch mehr. Noch mehr? Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Ach so, oh Gott, so ein paar Fernkampfgeschütze da hinten, ernsthaft. So. Wir sind in den Abgrund gefallen. Wo sind wir jetzt? Ah, da. Ja, dann schwingen wir uns da auch nochmal rüber. Schwingen wir uns elegant in den Abgrund. Ist okay für mich. Roms. Okay, die Spinnenkombis sind saugeil. Die Spinnenwaffe ist tatsächlich eine Waffe, an die ich mich noch gut gewöhnen könnte. Ne? Neben der Standard-Bayonetta-Waffe mit ihren Pistolen. Wir haben eine Obwohl wir zweimal in den Abgrund gefallen sind und ewig gebraucht haben, um hier hinzukommen, haben wir noch eine Platin geholt. Damit hätte ich jetzt eher weniger gerechnet. Aber soll mir recht sein. Was haben wir hier? Mal wieder irgendein Schatzkästchen, was nur eine sehr exakt quadratische Form hatte. Das ist auch eher selten. Oh no. Naja, das ist die falsche Waffe dafür. Oh, die falsche Sprungkombo, sagen wir es mal so. Das sollte hiermit deutlich besser gehen. Wenn wir nicht einfach so in den Abgrund fallen. Und warum, verdammte Axt, lande ich jedes Mal auf diesem Platz davor? Komm, das wird ja wohl irgendwie reichen. Und mal noch ein Kästchen, oder? Also manche dieser Geschicklichkeitseinlagen sind ja schon ein bisschen nervig, oder? Muss ich jede Plattform berühren? Dann gucken wir mal, ob wir sie so wegbekommen. Dann nimmt unser Leben aber rapide ab, ja, wenn wir jetzt noch 20 Mal hier in den Abgrund fallen. So. Warum ist die nur so halb da? Okay, man soll sich... Weitergehen tut's da hinten. Okay, das war jetzt aber irgendwie ein Lift auf diese Passage, wobei ich mir auch fast sicher wäre, dass man hier auch anders hingekommen wäre, wenn man einfach von darüber gegangen wäre. Da unten wäre auch nochmal Kollege Rodin. Merkt schon, dass es hier so ein bisschen auf Spinnenmovement ausgelegt ist, ne? Aber es geht auch anders. Ah, hier ist so eine Engelskampf-Arena, würde ich sagen. Vers 6. Hello, my friends. Oh, hä? Was ist hier schiefgelaufen? Eigentlich, genau. Aua. Okay, das gibt keine gute Bewertung. Das sehe ich jetzt schon. Ich sehe auch... Boah. Hey, sag mal, jetzt schießen sie hier auch noch mit irgendwelchen... Genau, tritt mal ein bisschen drauf rum, Bayonetta. Beziehungsweise Madame Butterfly. Das war nicht der eleganteste und beste Kampf von Welt. Das hat noch für Gold gereicht. Ich glaube, das Spiel ist sehr gutmütig, was Kampfbewertungen angeht.
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie ich so oft Gold und Platin erreiche, ja? Obwohl ich den Kampf gefühlt einigermaßen faile die ganze Zeit. Also, gibt es hier noch irgendwo was? Aber ich glaube nicht. Die Häuser sehen mir nicht gerade so aus, als wenn man hier abholt. Doch, man kommt sehr hoch hinaus, wenn man immer wieder nach vorne springt. Ach, guck mal, hier ist sogar tatsächlich was drauf versteckt. Ich wollte die Theorie eigentlich gerade über Bord werfen, dass hier auf diesen Häusern irgendwas versteckt ist. Aber es ist... es ist... Na, dann gehen wir aufs dritte Haus auf jeden Fall auch noch. Ne, aber es war, glaube ich, auch nur auf den einen da was drauf. Okay. So, das hier wäre, glaube ich, der Weg, wie wir sonst eigentlich gekommen wären, ne? Können hier nochmal ein paar von diesen Teilchen mitnehmen. Wir haben jetzt gleich bei Rodin brauchen. 60.000 haben wir. So, neue Schallplatte auflegen. The Gates of Hell. Welcome to the Gates of Hell. Mondperle und Hexenherz. Ja, komm, die gönnen wir uns jetzt erstmal. Achso, man kann die sogar öfters hier kaufen. Sie werden nur teurer. Da muss ich doch eigentlich mal nachschauen, wie oft man die kaufen kann. Erhöht das durch Folterangriffe erhaltene Dämonenblumen. Das ist nicht so schlecht. Den will ich auch nochmal gerne. 35.000. Müssen wir weiter für sparen. So, was für 4.000 können wir uns nicht leisten. Aber hier unten können wir uns noch ein paar Sachen leisten. Für 1.000. Das war es hier auch gewesen. Einmal speichern und weiter geht's. Danke, Rodin. Na, offensichtlich wurden wir nicht geheilt, als wir da drin waren. Die Frage ist, will ich noch einen Lolli ausgeben? Braue und verwende Items. Wie braue ich sie denn nochmal? Ach, Y. Achso, wir können uns ja, statt Lollis zu kaufen, können wir uns sie auch brauen. Achso, ich müsste jetzt... Wenn ich jetzt 15 hier reinballer, dann wählt er automatisch das Rezept von dem Großen aus, ne? Komm, gönnen wir uns mal ein paar große Heil-Lollis. Und dann ziehen wir uns gleich auch noch einen rein. Boah, auch ein umständliches Crafting-Menü, ne? Warum lassen sie nicht einen rechts das Rezept auswählen und dann einfach A drücken, um zu craften? So, haben wir ein paar, gönnen wir uns mal einen. Und irgendwie muss man die auch einer Taste zuweisen können. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht gecheckt. Ach so, hier sieht man, kann man das Kostüm auswählen. Anderes Kostüm haben wir noch nicht, aber ich glaube, mit dem Zeugs, was wir uns gekauft haben, gegen die Engelsteile, könnte man hier andere Kostüme auswählen. Aber die Frage ist, will man das? Nein, wir wollen wie Original-Bayonetta aussehen, oder? So, nächste Kampfarena. Roms, ins Gesicht, mein Freund, ins Gesicht. Oh, nicht getroffen, das ist bitter. Oh, getroffen worden. Du solltest eigentlich mitkämpfen, Madami, und nicht mich hier die Drecksarbeit machen lassen. So, jetzt hat sie mitgekämpft. Kümmern wir uns erstmal um diese Eier. Lassen die immer neue spawnen?
Ne, die Eier spawnen vor allen Dingen auch nach. Okay, was ist jetzt hier der Trick, um diese Arena hier zu gewinnen? Oh, die Eier kommen relativ schnell wieder, okay. Oder muss man die Eier auch einfach sehr oft besiegen? Das ist auch mittlerweile so eine meiner Lieblingskombos, ne? Wenn der Schuh nochmal so richtig von der Seite reinkickt. Ach so, ach, das ist wieder so eine Zuggeschichte, ne? Naja, wenigstens steht die Zeit dann still. Boah, wie dämlich, ey. Was sind das denn für Kack-Arenen, die man mit so einem Zug nur beenden kann? Das ist noch nicht mal ein richtiger Vers oder so gewesen. Und gerade stand ja noch eine Kiste rum. War die auch nur da, während man gekämpft hat? Hätte ich die im Kampf aufmachen müssen? Ach man, ey, sowas muss einem doch auch mal jemand eventuell mal vor dem Kampf sagen. So, wieder irgendwas bekommen. Nichtsdestotrotz, ich finde es hier mega cool irgendwie vom Setting und von der Kulisse her. Diesen, ja, an dieser chinesischen Schlacht hier quasi teilzunehmen oder an dieser asiatischen. Aber gut, Leute. Achso, hier ist jetzt wieder so eine Geschichte mit kleinen Bayonetta. Na klar, einmal trifft er mich natürlich. So, erreicht haben wir's. Okay, dann machen wir die Zeitmanipulation jetzt noch. Da geht's anscheinend irgendwie. Um diesen Aufzug und so. Okay, die Frage ist, wir wollen es wahrscheinlich wieder so halb zerstört haben, ne? Bin mir nicht so sicher, wo wir wirklich hinwollen. Gut. Nein! Ich wollte gerade sagen, Doppelsprung können wir wenigstens. Ach so, hier friert auch alles ein. Wir können über Lava und alles hier laufen. Was, wo wollen wir denn hier hin und warum? Ich habe es noch nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt, was wir hier wirklich tun wollen. Also hinten links. Oh ne, da fahren nur. Boah, ich muss ja auch hier irgendwie hochkommen, ne? Probieren wir es nochmal so. Wir haben ja gerade ein bisschen viel Zeit verschwendet. So. Nein, wir sind runtergefallen. Die Frage ist, will ich da hinten rein oder was ist mein Ziel? Da wären wir jetzt auf jeden Fall fast reingekommen. Ich glaube fast, ne? Dass wir in dieses Loch in der Wand da rein wollen. Bin mir zwar noch nicht so ganz darüber im Klaren, warum. Hallo, Zeitumkehr? Ah ne, falscher Stick. Man sollte auch den richtigen Stick verwenden. Ein bisschen höher muss schon. Ja, ich glaube, so waren wir gerade auch gewesen. Und eigentlich sind wir so ganz gut zu Rande gekommen.
So, hier wäre nochmal cool, wenn wir hier noch ein bisschen eleganter raufkommen würden. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen Zeit sparen. Ach so, da wollen wir hin, oder wie? Ach so, wir wollten nur hier oben rein, um dieses Ding zu bekommen. Okay, immerhin, das haben wir jetzt geschafft. Und wir bekommen ein weiteres Herzteil. Und hier unten würde es wahrscheinlich auch wieder rausgehen. Wo wir gerade hier sind, würde ich sagen, verwenden wir mal, was wir noch übrig haben. Gott, wie viel haben wir mittlerweile so viel davon nicht benutzt? Oh, der Lebensbalken kriegt eine zweite Zeile. Ich glaube, da muss ich meine Facecam nochmal subtil anpassen ab diesem Part. Sonst liegt die davor, zumindest vor der linken Seite der unteren Zeile. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, hier oben drin oder da unten, wo auch immer, machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.